Guten Abend, liebe Gäste. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Guten Abend, liebe Freunde des Science Slam. Wenn in einer Stadt wie Leipzig ein Großkongress für Neurologen stattfindet, ich denke, dann ist es durchaus naheliegend, einen Ihrer vielen großen Söhne näher zu betrachten. Und zumal, wenn dieser an einer neurologischen Volkskrankheit gelitten hat, an einer Migräne. Die Rede ist von Richard Wagner, dem großen Komponisten, Dichter, Theaterleiter, Librettisten. Und ich möchte mit Ihnen in den nächsten noch verbleibenden 9,5 Minuten einen kleinen Stadtspaziergang machen über die historischen Orte von Richard Wagner hier in Leipzig und Ihnen zeigen, anhand dessen, dass er an einer Migräne gelitten hat, und dann beweisen, dass er seine Migräneattacken aktiv in seinem musikalischen Werk verewigt hat. Richard Wagner wurde geboren im 1813 im Königshaus, im Gasthaus zum Weißen und Roten Löwen am Brühl 3 heute. Dort stehen die Einkaufspassagen. Und alsbald musste er nach Dresden wechseln, denn Richards Vater ist im Jahr seiner Geburt, als er als neuntes von insgesamt neun Geschwistern verstorben ist, nach Dresden gewechselt. Und dort hat seine Mutter alsbald den zweiten Ehemann kennengelernt, Herrn Geier. Auch der verstarb nach 4 Jahren. War ein großer Verschleiß. Die Familie musste dann zurückkehren über Eisleben. Sind sie dann wieder nach Leipzig gekommen und dort hat Richard von 1828 bis 1831 in der alten Nikolaischule und in der Thomasschule versucht, gymnasiale Bildung zu erhalten. Das war nicht einfach, denn er war alles andere als ein Musterschüler und anschließend hat er Musik studiert. Nicht unschuldig daran war sein Onkel Adolf Wagner hier am Königshaus am Markt, im Hinterhaus, lebte er bei diesem Onkel, der ein Philologe war, der regelmäßig Korrespondenz mit Johann Wolfgang von Goethe betrieb, der eine unglaubliche Bibliothek von den großen Dramatikern seiner Zeit hatte. Und das war sozusagen die Infektion für Richard Wagner, in die Musik zu gehen. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir über Migräne reden und ich weiß, dass also die Hälfte des Saales keine Neurologen sind und es gibt glücklicherweise Menschen, die vielleicht gar nicht wissen, was Migräne ist, muss ich ganz kurz auf diese Erkrankung eingehen und sagen, dass 10-30% der Bevölkerung an dieser Erkrankung leidet. Männer 3-mal so selten wie Frauen, das wussten wir schon vorher. Erkrankungsalter zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr, die Erstdiagnose nie nach dem 40. Lebensjahr. Und es ist die Frage, was löst denn eine Migräneattacke aus? Arbeit, Stress, Rauchen, zu wenig Schlaf, Entsagung, Ablehnung, wie auch immer. Eine Migräneattacke beginnt mit sogenannten Plus-Symptomen, baut sich auf, am Ende wieder Minus-Symptome. Die Kopfschmerzen wären zwischen 4 und 72 Stunden. Alles, was darüber hinweg ist, ist dann eine sogenannten Status Migrinosus. Und die meisten, die an Migräne erkrankt sind, leiden an einer Migräne ohne Aura. Schmerz ist immer einseitig oder in der Regel pulsierend, heftig, durch Tätigkeit zunehmend, vegetative Begleitphänomene, Übelkeit, Erbrechen, Lichtscheu. Und ein kleiner Teil leidet an einer Migräne mit Aura. Das ist für uns Neurologen natürlich viel spannender, denn da kommen diese neurologischen Symptome zur Geltung, die schlaganfallähnlich sein können, Sichtfeldeinschränkungen, Flimmern vor den Augen, Zacken vor den Augen, halbseitige Lähmungen. Und das ist eine Stunde bis hin zu einer Woche dauernd. Manchmal fehlt dann der Kopfschmerz danach. Das ist dann nur eine Aura oder auch eine prolongierte Aura. Und wir können inzwischen sagen, wenn irgendjemand uns behauptet, ich weiß heute schon, dass ich morgen Migräne bekomme, dann ist das inzwischen wissenschaftlich bewiesen. Im funktionellen MRT konnte man zeigen, dass schon einen Tag vorher diese Prodromalphase einer Migräneattacke durch die Verschaltung zwischen dem Hypothalamus, jener Region dort in unserem Zwischenhirn mit den Kernen des Hirnstamms stattfindet und sozusagen der Beweis, dass die Migräneattacke bereits einen Tag vorher ihren Lauf nimmt. Nun, Richard Wagner litt an Migräne. Er ist ja mit einer Kopfbedeckung zu sehen, darauf komme ich noch zu sprechen. Wir erheben die Fremdanamnese, sehr schön nachzulesen in den Tagebüchern von Cosima Wagner, seiner zweiten Ehefrau. Dort steht Kopfschmerzdauer über mehrere Tage, Verstärkung oder körperliche Aktivität, begleitet durch Lichtscheu und Lärmüberempfindlichkeit, Übelkeit und Erbrechen, häufig war Bettruhe erforderlich. Und er klagte über Sehstörungen, Augenflimmern, Zickzackmuster, Gesichtsfeldausfälle. Meine lieben Gäste, ganz klar, der litt an einer Migräne mit Aura.
Wir fragen seine liebe Gattin, Cosima, geborene List, Fremdanamnese, Auslöser, Arbeitsbelastung, Stress, Gerüche, Tabak, Alkohol, Symptombeschreibung exakt die gleichen wie die von ihrem Mann und übereinstimmend mit ihren eigenen Symptomen. Das heißt, Cosima hatte auch Migräne und das war dann sozusagen das Familienleben. Man traf sich in der Migräne, hatte hochemotionale Konflikte und neurologische Störungen waren zeitlebens Inhalt des familiären Seins. Hier sehen Sie beide mal in Einklang und ein nicht geringerer als Professor Göbel von der Schmerzklinik in Kiel hat es 2013 schon mal sehr schön zusammengefasst. Richard Wagner, die Zeit seines Lebens an Kopfschmerzen. Damals wusste man das Ganze nicht zu benennen. Es hieß nervöser Kopfschmerz, ängstlicher Kopfschmerz. Alles andere war fremd. Und Kopfschmerzen waren über Jahrzehnte ein zentrales, familiäres Problem. Erstmals im Alter von 28, zuletzt mit 67, das passt also, und am schwersten zwischen dem 30. und 51. Lebensjahr. Nun, hier sehen Sie die liebe Cosima mit ihrem Vater, Franz Liszt. Und die Therapie des 19. Jahrhunderts für die Migräne, also für den nervösen Kopfschmerz, waren Bettruhe, kalte Wickel, Lichttherapie, Blutegel an der Schläfe und das Tragen einer Kopfbedeckung in geschlossenen Räumen. Und deswegen erwähnte ich vorhin Richard mit der Kopfbedeckung. Er litt also gerade an Migräne. Hier sehen Sie übrigens das alte Gewandhaus gegenüber der Universitätsbibliothek. Die gibt es noch, das alte Gewandhaus nicht, wegen schlechter Akustik abgerissen, neu gebaut. Das wunderbare, weltberühmte Orchester. Gestern hatten Sie die Chance, es kennenzulernen, wer es noch nicht kannte, von den Nicht-Leipzigern zum Benefizkonzert des Neurologenorchesters. So, und jetzt möchte ich, wir wissen, er hat Migräne mit Aura, wie er die Migräneattacken in sein Werk eingebaut hat. Ich möchte es anhand des Ring des Nibelungen Ihnen erläutern, diesem großen Werk der Tetralogie, 1848 bis 1874 entstanden, als Opus Summum, 16 Stunden Aufführungsdauer über 100 Musiker, 34 Solisten erforderlich, ein echter Kraftakt für jedes Stadttheater, hier in Leipzig übrigens zu sehen gewesen und immer noch auf dem Spielplan. Wagner musste seine Arbeit am dritten Teil, Rheingold, Walküre, Siegfried und die Götterdämmerung, am dritten Teil, am Siegfried, ein Jahrzehnt unterbrechen, wegen Kopfschmerzen. Er schrieb auf, wegen schwerster Schmerzen konnte ich nicht einen Takt mehr niederschreiben. Der Ringzyklus ist an vielen Stellen durch die Migräneattacken Richard Wagners inspiriert. Hier sehen Sie ihn in einer Konzeptionsbesprechung mit seiner Tochter, seinem Schwiegervater und Hans Wolzog in einem Freund der Familie, nicht in Leipzig, in der Villa Wahnfried in Bayreuth. So, jetzt kommen wir zum praktischen Beispiel. Wie wird der Migräne beginnen, die Aura im ersten Akt beschrieben. Flirrende, flackernde Melodielinie mit Zickzackmuster. Die Flimmerfrequenz stimmt mit Wagners gewählte Melodietempo überein. Jetzt kommt die Attacke, der Schmerz, die iktale Phase. Ankündigung des Schmerzes mit dumpfen Pochen bis zur Pulsation des Schmerzes. Und wie wird die Musik dazu beschrieben? Anschwellendes Brummen, die Steigerung zu einem pulsierenden, pochenden Rhythmus mit steigendem Hämmern, dann der Ausruf des Sängers, zwangvolle Plage, Mühe ohne Zweck. So sieht das im Notenmuster aus. Unschwer selbst für die von Ihnen, die keine Noten lesen können, das Staccato auf der Melodielinie. Und jetzt sehen Sie, hören Sie eine Aufführung der Wiener Oper mit dem ersten Akt. Zweck, das beste Schwert, das ich geschweiß, in der Riesenfäusten liegt es fest. Doch dem ist geschwiegen, dass welche Knabe erblickt und schmeißt in zweimal Schild. Meine Damen und Herren, eine wenig gefällige Musik, ich glaube, da sind wir uns einig. Wie so, Schmerz, Kopfschmerz, neurologische Schädigung sind Zeit seines Lebens Teil seiner Schaffensphase gewesen. Damals wussten wir es nicht zu benennen, es gab keine Therapie. Heute wäre das ganz anders. Wir könnten ihn therapieren, wir hätten einen Namen für die Sache. Und die Musik würde vielleicht ganz anders klingen. Wer weiß, was für komplexe Werke er geschaffen hat. Jetzt hören Sie im Hintergrund ein Werk, Tristan und Isolde, den Liebestod, 1854 bis 65 entstanden, in einer Phase, in der Richard Wagner den Siegfried unterbrach, in Zürich im Gartenhaus der Familie Wesendong lebte, sich in Mathilde Wesendong, jene mit den Wesendong-Liedern, verliebte, sich als Tristan wähnte, Mathilde als Isolde und der Otto zwischen ihnen stand, Richard,
großen Glücksgefühlen, hormonell außer Rand und Band. Migräne war überhaupt kein Thema mehr. Und so klingt die Musik ohne Migräne. Meine Damen und Herren, die Zeit geht zu Ende. Ich möchte meinen Spaziergang durch Leipzig beenden, dort, wo wir begonnen haben, nämlich am Brühl. Nur auf der anderen Seite, Gördeler Platz, Gördeler Ring, wo Sie in den Straßenbahn umsteigen können heute, da stand das alte Komödienhaus, das neue Theater, alte Theater, der Vorgänger zur großen Oper am Augustusplatz, wo viele kleine Werke des Richard Wagner uraufgeführt wurden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.